Mai 1977. Mitten im Nordatlantik treibt ein winziges Boot. In Irland, der fernen Heimat der Crew, ist ein Feiertag. Well, it's a toast to St. Brendan on St. Brendan's Day. St. Brendan. St. Brendan. Stunden später kämpft die Besatzung gegen Sturm und haushohe Wellen. Die fünf Männer riskieren ihr Leben, um auf den Spuren eines Heiligen zu segeln. Im 6. Jahrhundert nach Christus war der irische Mönch Brendan zu einer epischen Reise über den Ozean aufgebrochen. In einem Boot aus Leder. Es ist eine Legende, nach der Brendan und eine Gruppe von Mönchen ein Boot gebaut haben und damit auf den Ozean rausgesegelt sind. Sie sind zu einigen Inseln gekommen und haben etliche Abenteuer bestanden. Und am Ende der Geschichte erreichen sie das verheißene Land. Wasser ist das Element des Lebens, aber auch der Zerstörung. Es ist das Element der Strafe, wie des Neubeginns. Doch Wasser reinigt auch. Und es vermittelt Gottes Segen. Wie kein zweites Element verbindet Wasser die Religionen der Welt. Irland. Ein Land, das vollständig von Wasser umschlossen ist. Jeder Ire ist mit Geschichten von seefahrenden Mönchen aufgewachsen. Und jene von Brendan, dem Reisenden, ist die berühmteste. Im kleinen Küstenort Finnit, am westlichsten Zipfel Irlands, wurde Brendan an der Wende zum 6. Jahrhundert geboren. Er hat in Irland und auf zahllosen Inseln vor der Küste Klöster und Einsiedeleien gegründet. Beim Blick auf das Wasser ließ Brendan ein Gedanke nicht los. Was liegt hinter den Inseln am Horizont? Er dachte, dass auf der anderen Seite des Ozeans entweder Menschen leben, denen er das Wort Gottes bringen kann, oder dass sie ohnehin schon im Paradies leben. Also Brendan wollte definitiv Gottes Botschaft verbreiten, wer auch immer da sein mochte.